Hallihallo und herzlich willkommen zu DBD Schlachtfest. Heute in einer besonderen Special-Runde. Die ist besonders unspecial. Ja, nennen wir doch einfach die Runde Seuchentour. Seuchentour? Seuchentour. Seuchentour. Wir machen eine Seuchentour. Denn pünktlich zum neuen DLC, das gestern rausgekommen ist, werdet ihr heute eine Runde mit der Seuche von Lizzie sehen und danach eine Runde mit der Seuche von mir. Eigentlich hatte ich ja gestern schon eine Runde mit der Seuche aufgenommen. Aber irgendwie dachte sich OBS, nö, heute nicht. Nö. Aber die gute Frau ist nicht gelevelt und gar nichts, also Pech gehabt. Ja, weil irgendwie die Punkte von der gestrigen Runde auch weg sind. Sie also, hätte 10.000 Punkte verdient. Sind zwar nicht viel, aber ist wenigstens etwas. Ja, und jetzt hat sie einfach nur noch 1.000. Aber sie hatte vorher schon 300, das heißt, sie hat also nur 700 Punkte. Weißt du, musst du nicht gehen, das sind deine ausgeschaltet. Ach, das weiß ich doch nicht. Da wird niemand dran sitzen. Ja, das weiß ich doch nicht. Muss ich doch herausfinden. Ja, und ich möchte mich bitte jetzt noch einmal in dieser Folge beschweren, in dieser jetzt tatsächlich aufgezeichneten Folge, wie scheiße ich das neue Matchmaking-System finde, Entwickler. Mecker die Entwickler nicht an. Doch, ich mecker die an, weil die haben jetzt gerade einen neuen Killer rausgebracht. Ja, der Killer ist auch schön und gut, auch wenn ich immer noch finde, dass das Kotzen irgendwie verbessert werden müsste. Ja, da ich das ja, wie gesagt, gestern schon ausprobiert habe, kann ich nur bestätigen, das Kotzen sollte verbessert werden. Ja, saß hier jemand dran? Oh, da sitzt immer noch. Hallo! Ah! Er hat doch versucht. Der Versuch war schön, die Umsetzung fehlgeschlagen. Die Arme waren zu kurz. Hallo! Ja, und das war der aufgeladene Angriff. Du siehst, was der kann. Hallo, ich will dich! Entschuldigung. Das hörte sich falsch an. So, jetzt sind alle Generatoren an. Ja, das habe ich gerade gesehen. Die gute Frau schleppen wir mal hin. Hallo. Hallo. Und aufhängen. Hübsch so. Das gefällt mir schon ganz gut. Hallo. Ich glaube, da hat jemand was kaputt gemacht. Ja, ich glaube, du könntest da recht haben. Ja? Ja, doch. Sehr gut. Ich habe einmal recht. Ja, da gibt es Katzenbund. Die rennen wahrscheinlich zu der anderen. Na, ich glaube nicht unbedingt. Oh, vielleicht doch. Ich finde euch, ich kotze euch an. Lalalala. Nee, doch nicht. Dann vielleicht aber in den Keller. Na? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Dann gab es auf jeden Fall einen Brunnen. Oder jemand hat gepinkelt. Hui, ich kotze einfach mal alles an, was ich kriege. Da jetzt ist frei. Ja, nochmal zum beschissenen Matchmaking-System. Ich muss mich echt mal beschweren, weil früher, ich weiß nicht, wie viele von euch DBD gespielt haben und sich deswegen damit auskennen, wenn man als Killer gespielt hat, hat man sich den Killer ausgesucht. Optional hat man es auch später gemacht, aber jedenfalls hat man seine vorläufige Wahl getroffen. Dann hat man auf Lobby erstellen geklickt. Und dann kam man in eine Lobby und hat gewartet, dass die Leute reingekommen sind. Und nun wählt man sich seinen vorläufigen Killer aus, drückt dann auf Finde Spiel, dann hat man eine Wartezeit und wenn die abgelaufen ist, kommt man in eine Lobby und muss dann noch warten, dass die Leute drin sind. Also warten, warten und warten. Yippie! Und ab und zu auch mal warten. Deswegen, ich finde es echt nicht gut. Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen, aber... Oh, hallo. Hallo, du Angekotzte. Dich krieg ich doch. Was ist denn näher? Hallo. Wo ist sie hin? Die habe ich nicht mehr gesehen. Es tut mir leid. Was? Wo? Ne, ich dachte, sie ist weg. Dahin gerannt, wo Clotet herkam. Okay. Aber da links gingen die Spuren lang. Stimmt, da saß ja Claudette dran. Dann kannst du die Palette da noch umklatschen. Alles weg damit. Und da geht jemand. Ja, da hat meine Seuche jemand entseucht. Die Frage ist, wo wurde die Seuche entseucht? Ah, da hinten. Das
heißt, wir gehen da mal zum Jen. Mal gucken, wer da so rumturnt. Wahrscheinlich Claudette. Ja, die Chance ist ziemlich hoch. Oh. Naja, Pech da. Und ich sag's nochmal, versuch mal die Maus gerade zu halten. Ja. Die wackelt immer so rum. So, und jetzt kann ich Blut spucken, kotzen. Yippie. Ja, wer die eine Runde bei mir schon mal gesehen hat, weiß ungefähr, was sie macht. Ich weiß nicht, ob sich die... Boah, die flüstert so laut in meinem Ohr, die geht mir auf den Sack. ...vom Testbild so sonderlich geändert hat. Da ist jemand. Huch! Da ist er wohl einfach, der hat aber, glaube ich, hier. Ja, wenn du Pech hast, ja. Ja. Nee. Ich hätte mal auf, ne? Viel Spaß. Die Frau macht, glaube ich, ASMR. Oh ja, das könnte gut sein, ja. Alles da hinten, ey. Oh. Noch irgendwer. Ja, das bin ich auch gerade. Ich habe doch eben Jen angeguckt. Ach ja, wahrscheinlich ist Claudette an den Jen gegangen. Ja, da hinten ist er. Ja, eine. Das ist auch schon wieder dasselbe Ding. Mhm. Und der Typ ist vom Haken. Oh, das hat nicht so gut geklappt. Doof jetzt. Ich glaube, du hast dasselbe Problem mit der Jägerin. Ja? Ja, dass du immer zu hoch zielst. Entschuldigung. Das ist immer so ein Blick in die Luft. Irgendwie glaube ich, das ist keine gute Runde für mich und es wird keinen Toten geben. Also könntest ja jemand tot kämpfen. Nein, ich bin nicht so ein Arsch. Es tut mir leid. Für sowas tue ich nicht. Ich mach das. Noch nicht, außer unter einer Bedingung. Es sind richtige Wichser, dann will ich es vielleicht tun. Ja, unter einer Bedingung. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Hallo. Ist links. Oh. Hinter dem Holz. Jetzt hat sie die Palette umgeschmissen. Hm. Oh, scheiße. Das Halten nervt mich ein bisschen, muss ich verstehen. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid. Doof jetzt. Ach, gibt es ja nicht. Da hat wohl jemand den Ich befreie mich selbst, Perk. Nee, da hat jemand die Seuche richtig eingesetzt. Ah, ich habe die Seuche richtig eingesetzt. Das wusste ich beispielsweise nicht. Wenn man sie dreimal trifft, kriegt sie Damage und kann sich nicht heilen. Das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Der Versuch war schön. Nicht so hoch zielen. Hoch. Vielleicht gibt's doch eine Tote. Entschuldigung, Chiro-chan. Nicht so hoch zielen, Schatz. Rechts. Rechtes Ohr. Rechtes Ohr? Hast du nicht... Nein, ich habe gar nichts gehört. Ich höre nur dich kotzen. Naja, ich geh mal zum Auskommen. Wenigstens ein Toter. Jui! Dass ich das nicht bezahlt machen würde. Oh, da macht sich jemand sauber. Ja, das ist das Pinkelbecken. Einfach mal kotzen, mal gucken, ob ich ihn fresse. Ich mag das Pinkelbecken, das gefällt mir.
Hallo. Finden wir eine Rache, du musst direkt davor stehen. Los, auf den Leber nicht nerven. Na super. Das wär's. Ja, aber wenigstens habe ich noch eine mit in den Tod genommen. Yippie! Aber ich habe jetzt wenigstens gelernt, vielleicht ist die Alte gar nicht so scheiße. Ja, man muss bloß wissen, wie. Man muss die Leute mehrmals treffen und nicht nur denken, dass man sie nur einem... Rang 11? Echt jetzt? Rang 11? Mit sowas werde ich gematcht? Und nur mal so, die Entwickler haben mitgeschrieben, dass das Matching-System dadurch verbessert wird. Mhm. Merkt man, es ist noch schlechter als vorher. Das ist über meinem Rang momentan, weil die Ränge zurückgesetzt wurden vor einer Woche. Ja, am Arsch, ey. Yippie. Also nochmal, Entwickler, bitte rückgängig machen. Das ist einfach nur Kacke. Dankeschön. Oh Gott. Hätte ich das vorher gewusst. Okay, aber... Wie willst du das denn vorher wissen? Was hättest du denn anders gemacht, wenn du das vorher gewusst hättest? Keine Ahnung, aber... Sie haben nicht so gespielt, als wären sie so hoch. Es tut mir leid. Ja, den niedrig gerankten hast du. Ja, ist korrekt. Nee, aber dass man sich, selbst wenn man gesehen wurde, einfach hinsetzt und da sitzen bleibt, das hat ja jetzt jeder von diesen Hochrangigen gemacht. Es tut mir leid. Frag mich nicht, vielleicht haben sie gehofft. Dann renne ich doch. Ich renne um mein Leben. Du rennst. Ja, ich liebe auch Mac, also. Ja, ja, du bist die Aggressive. Ich bin die aggressive Rennerin. Ich bin die Sneakerin. Ich kann die irgendwie nachvollziehen. Gerade Mais versteckt sich's gut. Nee, da kann man sich gut aus manövrieren. Wenn man dann erstmal gesehen wird. Ja, ja, genau. Mein Credo ist lieber nicht sehen lassen, muss man nicht wegrennen. Ja, Entschuldigung. Okay, gut. Deine Runde? Dein Glück? Ha, Glück mit der Seuche. Ich guck mal. Ach komm, ich grade die gerade noch ab. Dann sieht man, dass ich keine Punkte habe. So. Habe ich jetzt hier... Oder sowieso, dafür musst du doch nicht aufstehen gehen. Aber hey, guck mal, ich habe jetzt einen Unerbittlich, Perk. Hey, du hast doch schon drei Perks. Ja, aber die sind ja von vornherein gegeben hier. Ja, die. Und? Wunderschön. Ja, und? Ja, gut, dann halt nicht. Meh. Gut, dann würde ich sagen, ab in deine Runde. Jo, ich bin mal gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, willkommen zurück. Generatoren, die gerade repariert werden oder die zum Teil repariert sind, machen Lärm, was dem Killer helfen kann, Überlebende aufzuspüren. Psst. Was denn? Killer. Was? Keine Ahnung. Ich frage einfach nicht. Gut. Ich bin mal gespannt. Oh, Mensch. Da waren wir ja lang nicht mehr. Fast selbe Voraussetzungen. Das Einzige, was ich habe, ist noch ein Add-on zusätzlich. Ja. Weil ich 3000 Punkte hatte. Yippie. Weil gerade eben die Runde, das ist eigentlich Runde 2, aber aus der Runde 1 hier sind gerade alle im Ladebildschirm rausgegangen, also dementsprechend. Wir haben wahrscheinlich alle gesehen, ach, schon wieder die neue Killerin, kein Bock. Ja, woran sollen die das denn sehen? Manchmal werden neue Sachen angezeigt. Ja, wenn man zum allerersten Mal spielt, genau. Ah, hä, das habe ich aber schon öfter mal gehabt. Wenn man zum allerersten Mal gegen die Killer spielt, soweit ich weiß, wird dir angezeigt, dass es der Killer ist. Nee, ich hab das aber öfters mal. Tut mir leid. Dann muss ich dich enttäuschen. Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt heul. Ich jetzt Claudette? Du alte Claudette! Oh. Die wurde getroffen. Das ist ja ziemlich doof jetzt. So, guck mal, jetzt kann sie nicht mehr geheilt werden. Ich verstehe sie. Ich jetzt verstehe sie. Wir sie. Gut, dass du es rausgefunden hast. Ja, habe ich gut gemacht. Na gut, dass du die da in der Ecke eingesperrt hast. Ja, es tut mir leid, aber wenn die so doof ist und dann nicht rausgeht, dann... Nennen wir es beim Ding. Ja, was ich jetzt hier zusätzlich als Perk habe, als Add-on habe, ist, dass wenn ich Blut habe... Blut. Dass, wenn ich das aufgeladen habe, dass ich dann ein bisschen schneller bin, aber... Blut ist was Schönes. Wow! Kotz den Jen an! Der arme kleine, angekotzte Jen.
Der kotzt mich an. Der Jen? Ja. Ach, dass immer der Jen dich ankotzt. Hallo, Leute. Gute Freunde, liebe Freunde. Leute? Leute? Ich würde mal weiter nach hinten. Was? Weiter nach hinten. Jetzt hier so lang? Nee. Oh, hallo. Oh. Geht's gut? Ich glaube, der geht's nicht so gut. Tut mir leid. Schade. Tschüss. Und disconnected. Tod Nummer 1. Dass ich wäre geheilt. Also wäre entseucht. Das hat ja lang angehalten mit der Entseuchung. Arme Frau. Irgendwie bist du angekotzt. Es tut mir leid, aber die Seuche gefällt mir. Wenn man jetzt weiß, wie man umgehen muss. Geht mir absolut genauso. Jetzt, wo ich weiß, dass ich da lang draufhalten muss, damit sie sich nicht mehr heilen können. Ich glaube, möglicherweise, auch wenn die erste Runde echt mies war, könnte das doch eine Killerin sein, die ich öfter spielen wollen würde. Und das ist ja auch eine ziemlich nützliche Information, dass man das Ding gar nicht voll aufladen muss. Was? Ich weiß nicht. Irgendwas wollte ich erzählen, aber ich weiß nicht mehr was. Oh ja. Kotz ihn an. Kotz ihn an. Kotz ihn an. Oh, die Olle ist wieder geheilt. Entseucht. Und er kann sich nicht heilen. Jo, er ist durch. Erstmal. Wie schnell bist du? Ist der? Ach, da. Palettenjuka! Wie schnell du bist. Ich muss gestehen, mit ihr wäre ich sogar am Überlegen, die Paletten einfach stehen zu lassen. Weil? Weil die Kotze, die da drauf ist, die hilft dir ja. Aber die geht dir wieder weg. Komm, ey, du musst... Der andere hat sich auch geheilt. Hallo. Nein. Claudette. Das war keine Claudette, das war... Das ist eine Claudette. Das war eine Claudette? Ja. Ich dachte, das wäre diese komische Jane-Tussi. Nein, das ist Claudette, das ist KJ Zocker. Oh oh. Wenn es böse Sachen regnen. Blutregen. Blutregen. Lass es Blut regnen. Sache ist... Boah, die flüstert zu laut. Überhaupt nicht. Geht mir auf den Sack, die Frau. Warum ist das hier so laut? Was ich mich frage, ob die Survivor das auch hören. Keine Ahnung. Das werde ich wahrscheinlich heute Abend herausfinden. Weil heute Abend wird ja wieder... Ach, da hinten! ...eine Survivor-Runde aufgenommen. Da hinten! Meine Fresse. Kotz alles an, was du kriegen kannst. Da, 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 da. Das hier geht schneller. Mit dem Add-on, aber... Sehr nützlich ist das nicht, wenn man mich fragt. Zumindest nicht wirklich. Hä? Das gibt's nicht. Leute. Ja. Wo sind sie denn? Ja, so ging's mir ja eben auch. Sie waren einfach alle irgendwie. Da hinten. Oh.
Einmal würde noch gehen. Und vorbei. Ja! Auf die 12. Nein, nicht auf die 12. Jetzt auf die 12. Ja! Ja, stoß dich mal frei. Nein, lass das mal. Kannst du nicht. Nein, hat sie, macht sie tatsächlich nicht. Ich dachte, sie wäre eine Klose. Nein, das ist der in der Mitte, oder? Ja, das war der in der Mitte. Der sehe ich auch. Aber wie gesagt, ich dachte irgendwie. Leute. Da heult jemand. Hat nicht gerade jemand? Ah, geh halt mal dahin. So, Maggie. Jo. Die gute alte Maggie. Wie du die Kratzspuren einfach schon. Neben dir war jemand im Gras. Was? Warte, eben war da jemand, aber. Sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, mitten im Maisfeld. Das sah ziemlich nach Mac aus, aber ich war mir dann sicher. Ich dachte, ich folge den Kratzspuren. Ja, ist mir doch egal. Die Frau hat auch Asthma. Ich würde sagen, die sollte sich mit der Krankenschwester zusammentun. Gehen hier immer wieder ran. Ja, so ging mir das ja vorhin auch. Was ist denn das? Da ist eine Luke. Hey, guck mal, eine Luke. Ist der Keller hier runter? Ja, ja, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Wurde ja, ja, mach du das Ding nur fertig. Alles gut. Alles gut hier. Muss ich mal hier unten aufhängen. Der schreit ein bisschen. Ich glaube, mit den richtigen Perks könnte das echt gut sein. Die Frage ist, was würdest du als richtige Perks für die Dame empfinden? Weiß ich noch nicht. Müsste ich ausprobieren. Auf jeden Fall Barbecue und Chili rein. Ja, das stimmt. Das wäre bei ihr echt ziemlich nützlich. Und irgendwas, wodurch die... Oh, ah, da hängt mir schon was auf. Da gehe ich aber nicht hin. Wäre ja schön doof, wenn ich da jetzt hingehen würde. Geht zum anderen. Wo niemand ist. Interessant. Hätte ich nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was ich sagen wollte, ich fände es nützlich, wenn man die Brunnen sehen könnte. Die Brunnen kannst du. Ja, nicht alle. Du kannst ja nur die sehen. Ja, richtig. Nur die, die gerade und auch nicht auf jeder Entfernung. Deswegen, ich finde es richtig nützlich, wenn ich alle Brunnen sehen könnte und die Farbe ändern würden. Okay. Ich habe so das Gefühl, da wird jemand geholt. Ach, scheiße, es ist alle. Hadi. Da hinten war der Brunnen. Und da hat jemand gehustet oder gekotzt oder was auch immer. Oh, jetzt wissen wir auch, wie die Frau schreit. Auf die 12! Oh, da hinten rennt der andere. Den kriege ich aber nicht mehr. Scheiße! Keinen von beiden. Ah. Ach Mann, ey. Da hat's geleckt und dann waren sie weg. Und der letzte hat ihn wahrscheinlich die Luke genommen.
Schade. Ah, so eine scheiß Runde. Aber die Frau kann gut werden. Die kann wirklich gut werden. Jetzt, wo man weiß, wie sie funktioniert. Ach, scheiße. Vielleicht hätte man das einfach mal lesen sollen. Ja, lesen wäre ja auch zu einfach. Ja. Wie gesagt, ich begreife das Blutkotzen noch nicht ganz. Das... Ja, man macht irgendwie nur Damage auf einem. Ich habe ja, soweit ich das mich entsinnen kann, das eine Mal gerade eben die ganze Zeit meinen Blutstrahl auf den Typen drauf gehalten. Und der hat nur einmal Damage bekommen. Ich weiß nicht, ob ich scheiße gezielt habe oder ob der Blutstrahl zu kurz anhaltend ist, um zweimal Damage zu machen. Das kann ich dir leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber na gut, das wäre es dann für diese Folge gewesen. Und wir sehen uns in der nächsten regulär dann wieder. Tschüss. Tschüss. Ach ja, eine Sache noch. Eine Sache noch. Weil wir ja gebeten wurden von gewissen Leuten, schätze ich mal. Genau. Genau. Das hier sind die Killer, die es so gibt. Fallensteller, Geist, Hillybilly, Krankenschwester, Doktor, Hexe, Michael, Jägerin, Leatherface, Freddy, Schwein, der Clown, die Seuche, die Legion und das Gespenst. Wie immer, einfach in die Kommentare schreiben und ich hoffe, in der nächsten Folge habe ich dann auch hier ein bisschen die Gutste geupgradet. Ja gut, vielleicht nicht unbedingt in der nächsten Folge, wer weiß, ob ihr euch das wünscht. Ah, guck mal. Das. Gut. Ich habe nur keine Punkte mehr. Dam, dam, dam. Naja. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr euch die jetzt wünscht, aber auf jeden Fall zum nächsten Mal, wenn die gute Dame gewünscht wird, bin ich hoffentlich wenigstens Level 10. Ja, aber wir haben ja noch eine Liste abzuarbeiten. Ja, so oder so. Ja, eine theoretische Liste, aber ja, na gut, nichts mit aber, die ist abzuarbeiten. Gut, genau. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis dann, tschüss.